Hallo meine Lieben. Also irgendwas ist ja immer nicht in Ordnung bei meinen Videos, ne? Heute ist es mal der Lüfter. Jetzt ist er gerade aus. Er ist aus! So, bitte, bleib jetzt 5 Minuten aus, du blöder Lüfter. Wir haben nämlich 2 Computer an einem Bildschirm angeschlossen und irgendwie ist das jetzt so, dass ich beide gleichzeitig anschalten muss und der andere ist uralt und lüftet alle 2 Minuten. So, machen wir es mal ganz schnell. Es geht um den Song What You Say von Jason Derulo. Capo habt ihr auf dem 4. Bund. Und die Akkorde sind C. Autsch. Das geht hier schon wieder an. Also das C. Das G. Das E-Moll. Und das D. Ich habe noch andere Versionen gefunden mit komischen Akkorden. Klang irgendwie merkwürdig. Ich finde, das hier klingt am besten. Deswegen habe ich die genommen. Und die Akkorde sind auch sehr leicht. Die meisten von euch können die Akkorde bestimmt schon. Für alle anderen, wie immer, erkläre ich sie nochmal zum 100. Mal. Aber es gibt wirklich Leute, die wertschätzen das. Also, wie gesagt, Capo auf dem 4. Bund. Für das C habt ihr den Zeigefinger im 1. Bund nach dem Capo auf der 2. Seite. Es ist natürlich jetzt nicht der C-Akkord, den ihr spielt, weil ihr ja das Capo benutzt. Aber ich habe keine Ahnung, wie dieser Akkord jetzt heißt. Aber ich sage jetzt einfach mal, das ist ein C. Also hier vorne wäre es ein C und hier ist es jetzt ein anderer, aber wir nennen es trotzdem C. Also Zeigefinger im 1. Bund auf die 2. Seite, Mittelfinger im 2. Bund auf die 4. Seite und den Ringfinger im 3. Bund auf die 5. Seite. Das ist euer C. Für das G, Zeigefinger im 2. Bund auf die 5. Seite von unten, Mittelfinger im 3. Bund auf die 6. Seite von unten und den Ringfinger oder den kleinen Finger im 3. Bund auf die 1. Seite. Das ist euer G. Autsch. Ich mache es ja immer hier, die unteren beiden Seiten im 3. Bund. Müsst ihr aber nicht so falsch machen, ist bei mir einfach eine blöde Angewohnheit. Also das G. Dann das E-Moll. Mittelfinger im 2. Bund auf die 5. Seite. Ringfinger im 2. Bund auf die 4. Seite. Das ist euer E-Moll. Und zu guter Letzt noch das D. Zeigefinger im 2. Bund auf die 3. Seite, Mittelfinger im 2. Bund auf die 1. Seite und den Ringfinger im 3. Bund auf die 2. Seite. Das ist euer D. Diese 4 Akkorde spielt ihr den ganzen Song immer hintereinander durchweg. Strumming könnt... Oh, der lift das wieder aus. Strumming könnt ihr das nehmen, was ich genommen habe, wenn euch das gefällt. Wenn euch das nicht gefällt, seid kreativ und denkt euch ein anderes aus. Und dann klingt das so. Ich habe für den C-Akkord dreimal habe ich down gestrummt, also. Okay, für das C dreimal down. Dann zum G. Up, up, down, down, up, down, up. Dann zum E-Moll. Down, down, down. Und für das D wieder up, up, down, down, up, down, up. Also im Wechsel, also dieses down, down, down ist für den ersten und dritten Akkord. Und für den 2. und 4. Akkord ist dieses up, up, down, down, up, down, up. Wenn ihr den Song gleich spielt oder im Kopf mitsingt, dann wisst ihr schon, was ich meine. Also es klingt dann, ich mach's erstmal ohne Text. Zum C, down, 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 zum G, up, up, down, down, up, down, up, E-Moll, down, 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 zum D, up, up, down, down, up, down, up. Thank you.
Okay, ich bin ja voll der Loser. Ich kann den Text überhaupt nicht. Schande auf mein Haupt. Egal. Wenn das euer Lieblingslied ist, dann könnt ihr den Text bestimmt auswendig. Wie gesagt, super einfacher Song. C, G, E-Moll, D. Strumming, kreativ sein oder so machen, wie ich das gemacht habe. Ich werde nachher jemanden beauftragen, dass der die PCs wieder umstöpselt, dass dieser andere da nicht die ganze Zeit im Hintergrund rauscht. Okay? Versprochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!